Frau Präsidentin, vielen Dank. Liebe Kollegin Beer, Sie haben der Bundesregierung einen Kuschelkurs gegenüber dem Iran vorgeworfen. Ich will mal festhalten, als erstes, es war die Bundesaußenministerin, die sich wegen der Verweigerung der Einreise von Friedrich Merz den Tort angetan hat, über den Fall Yamiche Chamat mit dem Außenminister des Iran zu sprechen. Sie hat dort zur Sprache gebracht den Fall von Reza Shari, ein Mannheimer Unternehmer, Friseurmeister, der wegen einer Demo in Deutschland im Iran inhaftiert worden ist. Und Sie reden hier von Kuschelkurs. Und im gleichen Zusammenhang hat diese Bundesregierung, sagt das auch mit Blick auf das, was Herr Röttgen eben angemerkt hat, hat diese Bundesregierung das, was nach dem JCPOA stattgefunden hätte, nämlich die Aufhebung der Sanktionen, die automatische Aufhebung der Sanktionen, dafür gesorgt, dass ein neues Sanktionsregime in Europa aufgesetzt wurde und diese Sanktionen fortgesetzt werden. Ich finde, da kann man nicht von Kuschelkurs reden. Und ich mache nur eine letzte Bemerkung. Mir scheint das ja Ihnen völlig egal zu sein, was im Nahen Osten passiert. Mir macht das Sorge, große Sorge, dass es zu einem nuklearen Wettrüsten dort kommt. Ich nehme zur Kenntnis, dass Saudi-Arabien zurzeit darüber verhandelt, ob sie diese Anreicherungstechnologie aus Israel oder aus den USA bekommt. Und wenn wir das nicht wollen, dann ist die Grundvoraussetzung, dass dieses Terrorregime des Iran keine Atomwaffen bekommt und damit noch unangreifbarer ist, als es sich nach dem Beitritt zu BRICS gemacht hat. Das ist die Verantwortung, der wir uns mit unserer Außenpolitik stellen.